Innovationen. Für Unternehmen sind sie der Schlüssel zum langfristigen Erfolg. Deshalb trafen sich am 21. März Unternehmer und Vertreter verschiedenster Firmen und Organisationen zum Innovationsforum. Doch worum ging es im Health und IT Campus Magdeburg? Heute geht es hier beim Innovationsforum 2024 in Magdeburg darum, nicht nur über Innovation und Zukunftssicherung zu reden, sondern auch in Austausch zu kommen mit den anderen Unternehmern, die hier sind, um einfach die verschiedenen Möglichkeiten, die wir hier in diesem Land haben, innovativ zu sein, auch zu nutzen und über den Austausch auch zu schauen, was machen andere, wovon kann man lernen. Und das soll heute das Thema sein. Ausgetauscht wird sich hier zuerst über Vorträge. Zu den Rednern gehört auch der Geschäftsführer der TTI, Technologietransfer und Innovationsförderung Magdeburg, Anko Ernst. Hier geht es heute um das Thema Innovation, Innovation fördern, Innovation managen. Ja, die Unwägbarkeiten im Rahmen von Innovationsmanagement und die besonderen Herausforderungen, insbesondere für KMUs aus Sachsen-Anhalt. Mit dem Input aus insgesamt 4 Vorträgen sowie den eigenen Erfahrungen wurde sich dann an 5 Thementischen getroffen. Dort fand unter dem Gesichtspunkt Innovation reger Austausch zu Themenfeldern wie KI-Ideen-Inkubator, kreative Arbeits- und Führungskultur, Patent- und Gebrauchsschutzmuster, Führungskultur im innovativen Umfeld und gemeinsam Neues schaffen statt. Ja, fand ich sehr hilfreich, weil am Anfang waren die Leute noch ein bisschen schüchtern, sich auszutauschen. Und so durch die Thementische hatte man dann halt eben ein klares Thema, sozusagen als Icebreaker, was man dann nutzen konnte. Und darum fand ich das Konzept des Thementisches sehr gut. Und man konnte ja dann auch zwischen den Tischen dann quasi wandern. Und wenn man sich für mehrere Themen interessiert hatte, dann konnte man ja dann auch zu mehreren Tischen gehen. Also von daher fand ich das ein sehr gutes und sinnvolles Konzept. Da die Zeit nur begrenzt zur Verfügung stand, gab es im Anschluss eine Reflexion, bei der die Ergebnisse aller Tische zusammengefasst vorgestellt wurden. Damit haben alle Teilnehmer der Veranstaltung die gleichen Informationen und Ideen, die sie dann in ihren Betrieben anwenden können.